Oh hey, wir machen heute eine kleine Schlammschlacht. Wir sind gerade mit einem Boot weit rausgefahren. Wir sind ja nach wie vor in Costa Rica. Und gerade als wir das Boot verlassen wollten, bin ich schon richtig tief eingesunken. Also alles, was sich hier gerade abspielt in dieser Gegend, findet auf Stelzen statt. Also hier wohnen keine Menschen in Stelzenhäusern. Jedenfalls habe ich keine gesehen. Aber entweder es lebt im Wasser oder es lebt hier an Land auf Stelzen. Und worum es da aber genau geht, erklärt euch der Doc. Und deswegen schlagen wir uns jetzt auch ab ins Grüne. Gar nicht so einfach hier voranzukommen. Ja, wir sind immer noch in Costa Rica. Schön, dass ihr dabei seid auf unserer jährlichen Costa Rica-Exkursion mit unseren beiden Fördervereinen, Tropenstation La Gamba an der Universität Wien und Freunde der Botanischen Gärten in Göttingen. Ganz schön warm hier, ideale Temperatur. Man braucht nicht viel mehr anzuhaben als ein Mikrofon. Es ist richtig warm und ihr habt es eben schon gehört, Menschen leben hier trotzdem nicht, denn es gibt hier kein Wasser, kurioserweise. Wir sind in einer Mangrove, in einem wässrigen Lebensraum und dennoch ist ja hier alles Salzwasser. Wir sind in einem Gezeitenwald. Man kann es sich gar nicht vorstellen, hier dieser Schlamm ist so ein bisschen wie Wattwandern, nur wärmer. Und ganz anders. dieser Schlamm, man kommt kaum voran oder man muss über die Wurzeln klettern. Dieses hier ist ein Lebensraum, der durch die Gezeiten bestimmt wird. Da fließt der Rio Coto gleich in den Pazifischen Ozean. Das heißt, bei auflaufendem Wasser kommt das Meerwasser hier rein. Bei ablaufendem Wasser wird es wieder ein bisschen ausgesüßt. Also es ist Brackwasser. Und natürlich können, das könnt ihr euch denken, im Salzwasser nur sehr, sehr wenige Pflanzenarten leben. Costa Rica ist einer der artenreichsten Lebensräume der Welt. Und dennoch ist dieses hier fast eine Monokultur. Es gibt eine Handvoll Pflanzenarten, die mit diesem hohen Salzgehalt auskommen können. Das meiste, was wir hier sehen, ist Rhizophora racemosa. Ihr hört, wie es schmatzt. Rhizophora racemosa und Rhizophora mangle. Das sind die häufigsten Mangroven hier. Es gibt noch ein wenige andere Arten. Aber wie gesagt, dies ist ein ganz spezieller Lebensraum. Und der hohe Salzgehalt macht es den meisten Pflanzen unmöglich, hier zu wachsen. Es gibt auch fast keine Epiphyten hier. Man hört ein paar Grillen zirpen. Ab und zu gibt es auch Weißkopfkapuziner. Aber sonst ist das artenarm, aber natürlich umso interessanter, weil jede dieser Arten spezialisiert ist. Diese Mangroven, hier sieht man jede Menge Sämlinge. Dies ist auch mal eine Frucht. Hier ist die Frucht und die ist am, ich habe sie eben abgepflückt, so häufig sehen wir sie nicht. Sie keimt schon am Baum und wächst aus und die Keimblätter bleiben hier drin stecken, die reißen hinterher ab. Und es treibt eine Keimwurzel aus und die wird ziemlich schwer. Das fällt dann irgendwann ab. Früher in den alten Filmen sah es dann immer so aus, als ob das pfeilförmig gleich im Boden stecken bleibt. Das klappt meistens so nicht. Aber ja, hier, ihr seht. Natürlich bei ablaufendem Wasser würde sowas ins Meer getrieben, wenn es nicht hier dann vielleicht zwischen den Wurzeln hängen bleibt. Und dann irgendwann richtet es sich auf und so setzen die Mangroven quasi ihre Kinder sicher ab, so, bevor sie alle raus in den Ozean sich verabschieden. Eine coole Geschichte. Ein sehr cooler Lebensraum. Menschen leben hier überhaupt keine, weil es kein Süßwasser gibt. Es leben aber sehr verrückte Tiere hier. Wir haben eben schon ein Krokodilnest gesehen und uns dann sehr erschrocken, dass wir sahen, dass die Mutter, die das Nest ja ständig bewacht, auch nicht weit war. Geil. Aber auch ein bisschen spannend, weil wir waren kurz vorm Aussteigen. Ne? Großes, schönes Krokodil. Und viele, viele andere Dinge. Also, ihr seht, was wir für Glückspilze sind mit dieser Exkursion. Vielleicht habt ihr mal Gelegenheit, auch dieses wunderschöne Land zu bereisen, einer der Vorzeigestaaten des Naturschutzes und hier so schöne Sachen zu erleben. Wenn ihr die Gelegenheit nicht habt, zu Hause könnt ihr auch schöne Sachen erleben, im heimischen Garten, draußen in unserer Natur vor den Toren Göttingens oder natürlich, vielleicht sehen wir uns da, im alten Botanischen Garten.